Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier per Video auf ungewöhnliche Art und Weise begrüßen zu dürfen. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Und so haben wir entschieden, unsere Präsentation des Spielplans und des Ensembles diesmal per Video zu machen. Schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen hier das Herzstück des Theaters präsentieren. Nicht nur die Stücke, sondern auch unser fantastisches neues Volkstheaterensemble. Dabei sein wird Andreas Beck, Claudio Gatzke, Frank Genser, Efi Kerstefan, Bettina Lieder, Hasti Molavian, Lavinia Novak, Nick Romeo Reimann, Gitte Repin, Julia Franz Richter, Anna Rieser, Uwe Robeck, Claudia Sabitzer, Uwe Schmieder, Christoph Schüchner, Samuel Stojanov, Stefan Suske, Friederike Tiefenbacher, Günther Wiederschwinger und Anke Zillig. Kommen wir jetzt zur Vorstellung unseres Programmes. Das Volkstheater wird selbstverständlich weiterhin ein Ort für die darstellenden Künste sein. Allerdings auch für die bildende Kunst, für die Musik, für die digitalen Künste und für die politische Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart. Es geht los mit Der Raum von Ernst Jandl. Zum ersten Mal in Wien zeigen wir Der Raum, ein szenisches Gedicht für Beleuchter und Tontechniker von Ernst Jandl. Eine Ode auf den Theaterraum und die Technik. Ernst Jandl verfasste dieses Corona-taugliche Stück bereits in den frühen 70er Jahren. Wer hätte das gedacht? So soll der erste Abend im sanierten Raum des Volkstheaters diesen auch ins Zentrum der Betrachtung setzen. Jandls kurzes Stück wird gleich mehrfach hintereinander gespielt und trotz eingeschränkter Kapazität wird jeder Interessierte die Möglichkeit haben, sich der Schönheit der Architektur, des Lichts, des Klangs, der Farben auszusetzen, bevor sich das alles dann im Verlauf der nächsten Wochen, Monate und Jahre mit neuen Inhalten, Spielern und Spielerinnen füllen wird. Was vielleicht bleiben wird, ist die Erkenntnis, dass nicht wir es sind, die den Raum bestimmen, sondern der Raum uns. Blackbox ist ein Stück von Stefan Kägi, Rimini-Protokoll. Das ist zu Zeiten des Lockdowns entwickelt worden, zuerst im VD, einem Theater in Lausanne, dann in Stuttgart und jedes Mal für eine ganz unterschiedliche Situation. Im VD für ein Theater, das demnächst abgerissen wird, in Stuttgart für ein Theater, das komplett geschlossen war, niemand wusste, wann es wieder aufmachen wird. Und jetzt entwickeln Rimini-Protokoll bzw. Stefan Kägi das Stück für ein Theater, das sehr bald wieder aufgeschlossen wird und das Corona trotzen wird und das frisch saniert ist. Wenn man es beschreiben will, ist es eigentlich eine ganz einfache Idee. Es ist ein Stück für einen Zuschauer, eine Art Hausrundgang und es ist ein Audio-Walk gleichzeitig. Mit einem Kopfhörer geht man praktisch alle Stationen ab, alle Gewerke, alle Orte, an denen Theater produziert wird und bekommt so einen Eindruck in das Innenleben eines Theaters und man lernt vor allem die Kolleginnen als Stimmen, also als abwesende Personen kennen, die an diesen Orten arbeiten, die über ihre Arbeit sprechen mit verschiedenen Experten und auch darüber, was für sie eigentlich Theater ist. Und in Stuttgart fand ich das sehr reizvoll, dass da das wirklich in einem geschlossenen Theater passiert ist und das hat dem Ganzen so eine ja, fast archäologisch-forensische Perspektive gegeben. Das Theater ist zu, niemand weiß, wann es wieder aufmacht. Was war das eigentlich mal, Theater? Zu Beginn ein echter Klassiker. Thomas Bernhards Theatermacher. Jahrelang hier in Wien am Burgtheater auf dem Spielplan. Nun probieren wir am Volkstheater die Bernhardschen Empörungsloops ein bisschen im Lichte der Gegenwart zu untersuchen. Ein humorvolles Stück und eine vielschichtige Inszenierung über Machtstrukturen am Theater, über Hybris, Größenwahn, Geniekult und über den unerschütterlichen Glauben an die Notwendigkeit der Kunst. Susanne Kennedy ist eine meiner persönlichen Lieblingsregisseurinnen und sie inszeniert Drei Schwestern, den Klassiker von Anton Tschechow. Das Stück muss ich Ihnen, glaube ich, nicht groß beschreiben, das ist oft gespielt worden. Aber Susanne Kennedy findet, wie das eben ihre Art ist, nochmal einen ganz eigenen Zugang zu diesem Stoff.
Es geht auch bei ihr eben um die drei Schwestern, die sich nach Moskau sehen, also weg aus der Provinz, die über den Stillstand ihres Lebens in der Provinz sprechen. Aber gleichzeitig verbindet Susanne Kennedy in ihrer Fassung das mit geschichtsphilosophischen Reflexionen. Es geht vor allem um die Lehre von der ewigen Wiederkehr, wie wir sie von Nietzsche kennen. Und das fügt sich dann auch inhaltlich sehr gut in einen unserer inhaltlichen Schwerpunkte ein, die wir in dieser Spielzeit haben werden, wo es um die Loop und um den Loop und eben um die Wiederholung geht. Das Stück ist vor ein, zwei Jahren bereits in den Münchner Kammerspielen rausgekommen. Wir werden es jetzt in einer Wiener Fassung leicht umbesetzt präsentieren. Und das wird dann eben auch im Repertoire gespielt und eine Gelegenheit sein, wieder eine Arbeit von Susanne Kennedy in Wien zu sehen, nachdem leider wegen Covid ihre Vorstellung von Ultraworld bei den Wiener Festwochen ausfallen mussten. Das nächste Projekt ist von Lydia Haider, einer sprachgewaltigen Stimme der österreichischen Literatur, die für das Volkstheater ihr erstes Stück schreibt. Einen unendlichen emotionalen und obszönen Strom von Wörtern. Zertretung, eins, Kreuzbrechen oder also alle Arschlöcher abschlachten. Und das ist die zentrale Frage im Stück. Hat man nicht selbst schon mal irgendjemanden den Tod gewünscht oder einfach nur mal eins auf die Fresse geben oder, wie in diesem Stück von Haider vorgeschlagen wird, das Kreuz zu brechen? Was, wenn wir nicht mehr wissen, wer die Guten sind, wer die Bösen sind, wer die Beschützenswerten sind oder die, die zu vernichten? In diesem Stück ist es so. Es wird gerichtet werden über uns und über andere. Erbarmen gibt es nicht. Darum wird auch gar nicht erst gebeten. Ist das Willkür und darf man das überhaupt? Die nächste Arbeit, die ich vorstellen möchte, ist von dem isländischen Künstler Ragnar Kjartansson. Sein Projekt Bliss widmet sich der finalen Arie aus Mozarts Oper Die Hochzeit des Figaro. Kjartansson lässt diese Arie von einem großen Ensemble, einem großen Orchester endlos wiederholen, 12 Stunden lang. Diese Aufführung fand 2019 in Los Angeles statt. Kjartansson filmte diese aufwendig mit mehreren HD-Kameras und montierte nun einen 12-stündigen Film dieser Live-Performance, den er nun in Wien zum ersten Mal zeigen möchte. Die Oper Mozarts kehrt so zurück nach Wien, wo sie die Uraufführung hatte, und die Zuschauer haben die Möglichkeit, in den Film einzusteigen oder auszusteigen, wann immer sie wollen. Und wenn Corona es will, wird der Künstler mit Gästen auch anwesend sein. Einsame Menschen, der Titel, spricht sehr für unsere aktuelle Zeit, die wir durch Corona erleben. Gerhard Hauptmann ist einer der berühmtesten Dramatiker des Naturalismus und er hat ein Stück geschrieben über Quarantäne im Sinne von Bürgerlichkeit, also das Gefangensein in Kleinfamilien und monogamen Eheverhältnissen. Deshalb ist das Stück auch so aktuell, das ins Private blickt und fragt, nach welchen Beziehungsmodellen leben wir eigentlich? Und was sagt auch dieses Leben zu Hause über unsere Gesellschaft aus? Noch interessanter wird das Stück dadurch, dass es Jan Friedrich inszenieren wird. Der Newcomer kommt eigentlich ursprünglich vom Puppenspiel und bringt oder zeichnet sich vor allem durch seine queer-poppige Ästhetik aus. Er konnte in Dortmund bereits mit seiner sehr bildstarken und hollywoodesken Inszenierung von Hedda Gabler überzeugen. Und deshalb freue ich mich extremst, dass wir Jan Friedrich auf der großen Bühne begrüßen dürfen. Des Weiteren freuen wir uns, Kai Voges Inszenierung von Endspiel in Wien zeigen zu können. Samuel Beckets Klassiker des absurden Theaters mit zwei Protagonisten gefangen in endlosen Wiederholungsschlaufen, die gegen ihr Schicksal anrennen. Miteinander, füreinander, gegeneinander, fassungslos ob der offenbaren Sinnlosigkeit allen Daseins. Die grotesk-tragische Geschichte einer Welt ohne Anfang und Ende verfestigte Beckets Ruf als Pionier der lustvollen Erforschung von Ritual, Wiederholung und Kreislauf. Im Zentrum nichts weniger als die Unfassbarkeit der menschlichen Existenz.
jenes absurden Zustands leben zu sollen, in dem Bewusstsein, dass wir verfallen, dass es jederzeit vorbei sein kann. Die Endspielinszenierung von Kai Voges, die in Dortmund 8 Jahre im Programm war, untersucht die messerscharfe Poetik der Beckett'schen Wiederholungen in einem Raum der Gegenspannungen. Das Laute und das Leise, Helligkeit und Dunkelheit. Das Ich zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit, gefangen in einem ewigen Kreislauf. Gibt es überhaupt irgendetwas zu verstehen oder nur viel zu erleben? Außerdem, Menschen in den Fängen einer Großstadt, in der jeder Erfolg Zentimeter für Zentimeter hart erkämpft werden muss und jederzeit der Totalschaden droht. Das Volkstheater zeigt Erniedrigte und Beleidigte nach dem gleichnamigen Weltroman von Fjodor Dostojewski. Eine Geschichte voll Seinsdruck, Liebesdruck, Habensdruck in einer Welt ohne Utopien, in der Überleben nicht nur Taktik, Kraft und Gier erfordert, sondern auch die Lust dazu. Es ist der erste Teil einer Dostojewski-Trilogie am Volkstheater. Kommende Spielzeit werden wir die Dämonen zeigen. Mehr verraten wir später. Eins ist aber sicher, Erniedrigte und Beleidigte und die Dämonen werden von Regisseur Sascha Havemann inszeniert. Havemanns bildgewaltige und klangmächtige Inszenierungen sind komplexe Gesellschaftsstudien, die vom Gestern durchs Heute auf Morgen blicken. Kosmen mit psychologisch-emotionaler Tiefenschärfe, im Mittelpunkt immer der Mensch. In den Alpen, Aprilesalp. Die Nobelpreisträgerin und Netzbeschmutzerin Elfriede Jelinek widmet sich in den Alpen ihrem Spezialgebiet Skitourismus in Kombination mit Nationalsozialismus und Unfall. In diesem Stück blickt sie auf das Kaprunner Bergbahnunglück, das jetzt genau vor 20 Jahren passierte, zurück. Und es ist aktueller denn je, wenn man an Ischgl, Kitzloch, dem skandalösen Corona-Hotspot, denkt, aber eben auch an die wirtschaftlich verheerenden Auswirkungen für den Skitourismus. Der Abend wird dann aus 2 Teilen bestehen. Und für diesen zweiten Teil haben wir dem österreichisch-kongolesischen Autor Fiston Mwanza Mujila einen Stückauftrag gegeben für Aprilesalp nach den Alpen. Darin wird es um die postalpine Zukunft nach Après-Ski gehen. Also es ist quasi ein Ausblick von den kolonialen Ursprüngen des Alpenraums. Und auf diese à la Heart of Darkness Abenteuerreise begibt sich Claudia Bossert, die unlängst für den Nestroy-Preis nominiert war und die aus dem alten Nachbarland Schweiz stammt. Und sie hat sich bereits in Wien am Kosmostheater mit dem Werk Jelineks beschäftigt, wird dies nun am Volkstheater Wien in dieser neuartigen Kombination mit Fiston Mwanza weiterverfolgen. Das nächste Projekt ist von Jonathan Mese, mit dem ich eine langjährige Zusammenarbeit verbindet. Eins! Hier kommt der Führer! Jonathan Mese zeigt sein neues Theaterprojekt in Wien. Es basiert auf dem umstrittenen und weltberühmten Roman Lolita von Wladimir Nabokov und wurde bereits im Februar diesen Jahres in Dortmund aufgeführt. Allerdings nur einmal, weil Corona uns danach einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Hier in Wien zeigen wir eine vollkommene Überarbeitung dieses Stücks. Es ist eine Performance, die jeden Abend einen vollkommen neuen Charakter annehmen wird. Gäste sind an diesem Stück beteiligt, auch Ensemblemitglieder des Volkstheaters. Und es hat den etwas langen Titel, den ich jetzt vorlesen werde. Kampf, Lolita. Evolution ist Chef oder Lolitaccio, Zardos fliegt wieder oder Lolita de Large, das dritte Baby oder die Barbaren Lolitas, Kampf um Kunst oder Dr. Erz Lolita de Lolita, Zardos lebt oder die Zardos Lolitas, keine Angst. Wir freuen uns sehr, im Frühsommer das neue Stück von Nestroy-Preisträger Wolfram Lotz in österreichischer Erstaufführung zeigen zu können. Die Politiker, inszeniert von Kai Voges, auf der Bühne fast das gesamte Ensemble des Volkstheaters.
Wolfram Lotz gilt nicht umsonst als eine der aufregendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsdramatik. Seine Texte stimulieren Hirn und Herz, durchforsten klug und kühn das Menschsein und führen die Wirklichkeit ad absurdum. Sein neuestes Werk unterläuft lustvoll und virtuos alle möglichen bekannten Sinnstiftungsangebote. Die Politika ist ein Poem. Eine Kaskade aus Worten, die den Kreislauf anschmeißt, Blut reinpumpt in eine festgefahrene politisch-gesellschaftliche Debatte, in verhärtete Fronten zwischen Resignation und Kampfansage. Allein der Stücktitel, Die Politiker, ein einfaches Ausrufezeichen hinzugedacht und schon sind wir mitten im zeitgenössischen Sprachsoundtrack. Wolfram Lotz nimmt den Gegenwartskrach und lässt eine poetische Flut los. Gedanken, Gefühle, Vermutungen, Beobachtungen über die, die gewählt werden und die, die wählen, über die, die nicht zuhören, während sie anderen vorwerfen, ihnen nicht zuzuhören. Über Einsamkeit, über Erwartungshaltungen, über Politik und Privates, über Katzen, Elementarteilchen, über Risse in der Welt und das Nichts. Über Können, Müssen, Dürfen, Wollen, Sollen. Ein komponierter Chor der Jetztzeit, die Menschheitsgeschichte im Rücken. Nochmal neu, alles auf Anfang und los. Im Juni 2021 wird es um Natur gehen. Das ist, glaube ich, eine naheliegende, aber auch in diesen Zeiten sinnvolle Entscheidung. Wir beschäftigen uns an mehreren Tagen mit unterschiedlichen Fragestellungen. Am ersten Tag soll es um das Thema des Anthropozäns gehen, also um die Frage, inwiefern der Mensch wirklich so sehr das Zentrum der Biosphäre des Universums ist, wie er das von sich denkt. Es gibt Hinweise darauf, dass es noch andere Akteurinnen in der Biosphäre gibt, zum Beispiel Viren, wie wir auf etwas schmerzhafte Weise gerade erfahren müssen. Am zweiten Tag nehmen wir dann auch das Wort Corona tatsächlich in den Mund und beschäftigen uns mit der Frage, inwieweit die Pandemie, Corona, unser Verständnis von der Natur verändert. Da soll es auch um digitale Themen gehen. Welche Rolle spielen bei der Beschäftigung und mit der Pandemie Algorithmen? Das sind ja meistens prädiktive Algorithmen, die versuchen, den Verlauf einer Pandemie oder eben von Corona zu modellieren. Diese ganzen Vorhersagesysteme, die versuchen auf der Grundlage von in der Vergangenheit liegenden Daten die Zukunft vorherzusagen. Das ist, finde ich, eine sehr interessante Angelegenheit. Und am letzten Tag beschäftigen wir uns mit der Frage, was eigentlich aus dem guten alten Umweltaktivismus geworden ist. Der ist leider ein bisschen zurückgegangen, eben aufgrund der Pandemie. Und wir wollen einfach nachhelfen, wenn es die Lage erlaubt, das wieder so ein bisschen auf die Beine zu bekommen und Bewegungen wie Fridays for Future und Extinction Rebellion einladen und viele andere Bewegungen mit uns zu diskutieren und eben auch gegen die Zerstörung des Planeten entschieden Einspruch einzulegen. Der Plafond des Volkstheaters oder der Schwarze Salon wird einen neuen Namen erhalten. Dunkelkammer. Die Dunkelkammer ermöglicht nun durch den Umbau Platz für 60 bis 70 Zuschauende und wird ein Ort sein für das hautnahe, experimentelle, intensive Theatererlebnis. Und ich freue mich, Ihnen auch da schon die erste Produktion präsentieren zu können. Was, wenn Zeit und Raum nicht bloß irgendwie Hintergrundrauschen unserer Leben sind, sondern aktive Mitspieler? Was, wenn das Verhältnis zwischen zwei Menschen, eine Beziehung, nicht nur im Hier und Jetzt stattfindet, sondern in Milliarden von Paralleluniversen? Nick Payne hat ein Stück über Liebe in Zeiten der Quantenphysik geschrieben. Eine Beziehung, die immer und immer wieder neu beginnt, immer und immer wieder neu zerfällt, immer und immer wieder neue Abzweigungen nimmt. Eine metaphysische Paarkomödie, ein kubistisches Beziehungsdrama und in Großbritannien ein totaler Kassenschlager. Nun auch endlich in Wien zu sehen. Uncanny Valley, das unheimliche Tal. Nochmal Rimini-Protokoll und wieder auch ein Corona-taugliches Format, da es sich um ein Gastspiel handelt ohne menschlichen Darsteller. Wir haben es mit einer Performance eines Humanoiden zu tun, der 1:1 eine technische Kopie des Schriftstellers Thomas Melle ist.
Die Gedanken und die Stimme Melles wurden dem Roboter komplett übergeben, der nun eben sein Original ablöst und zu jeder Zeit an- und ausschaltbar ist. Die philosophischen Fragen machen dieses einzigartige Experiment zu einem sehr intimen und elektrisierenden Abend. Eine wunderbare Veränderung wird gerade hier in der Roten Bar gebaut. Eine Schallisolierung, die es uns ermöglicht, die Rote Bar zeitgleich mit dem Haupthaus zu programmieren. Und so haben wir ein großes Programm entworfen für die Rote Bar. Und was das alles sein wird, verraten Ihnen meine Kolleginnen jetzt. Ja, Enjoy Complexity ist eine in ganz lockeren Abständen stattfindende Reihe, die an ganz unterschiedliche Spielstätten gehen kann. Dahinter verbirgt sich ein Format, in dem wir Lecture-Performances in den Vordergrund rücken wollen. Das ist ja ein Genre, das in den letzten Jahren zu einer doch ziemlichen künstlerischen Blüte gekommen ist. Was ist eine Lecture-Performance? Na klar, eine Mischung aus Lecture, also Vortrag und Performance. Und das ist eine Sache, in der sich eben auch mit relativ wenigen und geringen Produktionsmitteln komplexe Sachverhalte, die eben auch die Komplexität der Welt, in der wir leben, darstellen lassen. Und deswegen ist dieses Genre auch in Weltgegenden sehr beliebt geworden, in denen eben nicht so viel Geld für Theaterproduktionen zur Verfügung steht, zum Beispiel in Asien oder im Mittleren Osten. Und wir werden Künstlerinnen der freien Szene aus dem deutschsprachigen Raum, aber eben auch international zu uns einladen, eben unter dem Motto Enjoy Complexity. Außerdem Peter Katz Wide World of Sound. Late Nights zwischen 20 und 20.000 Hertz mit Paul Wolfisch und Special Guests. Ob Haruki Murakami, Patti Smith, Anne Sexton, Puccini, Punkrock, Gamelan, Techno, K-Pop oder Kesselpauke, der New Yorker Paul Wolfisch, neuer musikalischer Leiter des Volkstheaters, lädt einmal im Monat zu anarchischen Live-Remixen aus Musik und Literatur in die Rote Bar. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Autorinnen, die schreiben, während sie hören. Was waren ihre Playlists? Was die ihrer Figuren oder was könnten sie sein? Für jede Folge wählen Paul Wolfisch und seine Gäste aus Schauspiel und Musik Autorinnen aus und legen los. Songs und Texte immer live, jenseits von Epochen und Kontinenten, auf der Suche nach ungewöhnlichen Soundtracks für die Gegenwart. Auch bei uns in der Roten Bar das Bestiarium von und mit Fahim Amir. Der Wiener Philosoph, Autor und Artistic Researcher Fahim Amir wird in seiner neuen Reihe in unregelmäßigen Abständen uns neue Zugänge zur Tierwelt in unseren Städten und darüber hinaus liefern. Egal ob Tauben oder Termiten, ob Schweine oder Schuppentiere, für Fahim Amir sind Tiere widerspenstige GefährtInnen und politische AkteurInnen. Es ist also eine Art Tierkunde für eine beschädigte Welt. Bald neu in der Roten Bar. Das Volkstheater Wien kooperiert ab dieser Spielzeit langfristig mit dem investigativen Recherchemagazin Dossier. Als Teil dieser Kooperation werden die Journalistinnen von Dossier in regelmäßigen Abständen einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ihrer Arbeit geben. Dafür laden sie KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen in die Rote Bar ein und führen mit ihnen öffentliche Vier-Augen-Gespräche und diskutieren mit ihnen die Lage der Nation. So wird die Rote Bar zum Hinterzimmer für politische Aufklärungsarbeit. Lesen und Tschechern in der Roten Bar. Einmal im Monat hosten wir hier die schreibende Szene Wiens. Und es wird definitiv gelesen, gern auch getschechert, sehr viel. Und bei Bedarf auch geschickert, diskutiert bei Musik im Ausklang. Ich freue mich voll, dass unsere Hausautorin Lydia Haider den Auftrag gibt, und zwar so zusammen mit DJ Therese Terror. Ja, Sie haben es schon gemerkt, Corona, die Pandemie beschäftigt mich und natürlich auch meine Kolleginnen sehr. Ist ja auch kein Wunder, die nächsten Wochen und Monate werden auf allen Ebenen eine unglaubliche Herausforderung sein, irgendwie spielfähig zu werden in diesem Haus. Was auf jeden Fall stattfinden wird,
ist eine Reihe mit dem selbsterklärenden Titel Leben mit Corona. Da wollen wir Protagonistinnen, zivilgesellschaftliche Akteurinnen zu Wort kommen lassen, von Leuten, die im Care-Bereich arbeiten, über Virologinnen bis hin zu Superhosts, die eine Airbnb-Wohnung nicht mehr vermietet bekommen. Die werden eingeladen, um darüber zu sprechen, was ihre Erfahrungen mit der Pandemie sind. Und so wollen wir ja praktisch Stück für Stück im Laufe der Zeit so etwas wie eine Bilanz oder so eine Kartografie der Schäden erstellen, die diese Pandemie angerichtet hat bei uns allen. Außerdem nackt und mutiert. Filmlektionen zu zwielichtigen Welten mit Jörg Buttgereit und Christian Fuchs. Wenn die Angstlust zu Fleisch wird, Menschen, Monster, Invasionen. Arthouse-Horrorfilmregisseur Jörg Buttgereit, unter anderem berühmt-berüchtigt für den Super-8-Streifen Nekromantik, und der Musiker, Filmjournalist und FM4-Radiomacher Christian Fuchs, unter anderem vom Filmpodcast, und House of Pain, der auch Autor des Bandes Kinokiller, Mörder im Film ist, laden zu einer neuen Gesprächsreihe in die Rote Bar. Cineastisch-diskursive Kurztrips in Bild und Ton, Mainstream trifft Trivialkultur, mitten rein ins Unbehagen, das jenseits der Vernunft lauert. Ob Angry Planets, Tentakel, Todesstrahlen aus dem Weltall oder Ungeheuer von nah und fern, was ist diese Finsternis jenseits von Wissenschaft und Logik, die menschliche Angstsynapsen zum Schwingen bringt? Nur für Erwachsene. Um der Polarisierung der gesellschaftlichen Debatte etwas entgegenzuhalten und Brücken zwischen Fronten zu bauen, die derzeit unüberwindbar scheinen, werden wir einmal im Quartal, im Weißen Salon und in der Roten Bar eine Speakers Corner veranstalten. Dort können sich Menschen in verschiedenen Formaten, wie auf einer Messe für zivilgesellschaftliches Engagement oder in offenen Diskussionsrunden begegnen, die sich sonst nicht begegnen würden. Sie würden auf einmal anfangen, miteinander zu reden, statt nur noch übereinander. In Kooperation mit der Edition Zukunft des Standard suchen wir gemeinsam nach dem, was unsere Gesellschaft noch zusammenhält. Viel wurde in den letzten Wochen darüber diskutiert, ob das Volks weiter existieren wird. Ich kann Ihnen heute mitteilen, das Volks wird weiter existieren. Zum einen als Probebühne und zum Teil als Aufführungsort für außergewöhnliche Produktionen, die wir ensuite zeigen werden. Und die erste Produktion, die wir ensuite zeigen, stellt Ihnen meine Kollegin Anne-Kathrin Schulz vor. In Kooperation mit der Akademie für Theater und Digitalität präsentieren wir im Volks eine besondere Performance zwischen Tanz, biologisch-technologischer Installation und kollektivem Experiment. Humane Methods Exhale. Marco Donnarumma, Margherita Pevere und Andrea Familari von der Gruppe Fronte Vacuo blicken in Exhale auf eine Welt, in der systemische Intoleranz, Umweltzerstörung und unethische Technologieentwicklung eine alles durchdringende Gewaltstruktur gebildet haben. Gewalt, die sowohl biologische Akteurinnen als auch nicht-biologische Akteurinnen betrifft. Ein Beispiel dafür ist die in der Entwicklung künstlich intelligenter Maschinen verwendete Methode der Brute Force. Neuronale Netzwerke lernen, indem sie manisch wieder und wieder die gleiche Aktion durchführen. Um etwa einen bestimmten Bildinhalt erkennen zu können, durchlaufen sie Trial and Error Loops, die so oft wiederholt werden müssen, bis sie ein Muster identifizieren können. Mit Intelligenz wie beim Menschen hat dieser Ansatz nichts zu tun. Er baut auf reine Kraft, auf die Rechenleistung zusammengeschalteter Maschinen im Dauerfeuer der Loops. Exhale ist eine poetische Reflexion über Gewalt in algorithmischen Gesellschaften. In 6 Sequenzen, die sowohl einzeln als auch komplett besucht werden können, werden Dauerloops und Zusammenschaltung untersucht und die Brute Force als Manifestation kapitalistischer Brutalität gegenüber allem Existierenden. Eine extra geschaffene KI beobachtet den Raum.
Das nächste Projekt widmet sich Österreichs wohl wichtigsten Beitrag zur Weltliteratur, Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Und so berühmt wie dieses Buch auch ist, so wenig Leser dürfen es jemals ganz gelesen haben. Dem wollen wir Abhilfe schaffen, indem wir das Volkstheater auch an den entlegensten Orten einen Tag lang öffnen und mit Hilfe des gesamten Ensembles und eingeladenen Gästen zu versuchen, den Roman komplett zu lesen und zu interpretieren. Und so wie Ulrich, der Hauptprotagonist in Musils Roman, sich ein Jahr Urlaub nimmt, um zu begreifen, in welcher Zeit und in welchen Umständen er lebt, so können sich die Zuschauer, Zuschauerinnen einen Abend lang in Musils Welt begeben, um dann die Gegenwart und vielleicht dann auch sich selbst schärfer zu sehen. Hier am Volkstheater bin ich nicht nur als Dramaturg, sondern auch als Musikkurator beschäftigt. Das war schon in der Zeit so, als ich an der Volksbühne in Berlin gearbeitet habe, am Zentraltheater in Leipzig, am Hau Hebel am Ufer und zuletzt an den Münchner Kammerspielen. Hier in Wien sollen eben auch hier im Haus regelmäßig Konzerte stattfinden, sowohl in der Roten Bar als auch im Großen Haus. Wir fangen an am 23. und 24. Januar mit einer Gruppe, mit der ich schon sehr, sehr lange Kontakt habe und immer wieder Projekte veranstaltet habe, The No Twist aus Weilheim bzw. München. Die werden ihr neues Album vorstellen, und zwar zum, glaube ich, weltweit zum ersten Mal. Und sie bringen, wie das so ihre Art ist, sehr, sehr gute Unterstützung mit, zum Beispiel die Gruppe Friends of Gas, die ebenfalls aus München stammen. Und auch die konnten wegen Corona bislang ihr neu erschienenes Album nicht vorstellen oder kaum vorstellen. Und das werden sie auf jeden Fall unter hoffentlich großem Beifall in Wien tun. Nach unglaublichen 44 Jahren wird Doris Weiner das Volkstheater verlassen. Vorher allerdings wird sie noch mal als Leiterin der Bezirke 6 Tanzstunden in 6 Wochen spielen und dann den Stab weitergeben an Kalle Fuhr, dem neuen Leiter der Bezirke. Die Bezirke-Tournee wird, wie Sie es bisher gewohnt waren, weitergeführt. Es wird weiterhin 4 Produktionen pro Spielzeit geben, die durch die Bezirke touren, und alle Spielstätten bleiben auch erhalten. Inhaltlich sehen wir uns der ursprünglichen Tradition des Formats verpflichtet, gesellschaftlich relevantes, mutiges Theater zu programmieren. Wir sehen die Bezirke weniger als Raum für fiktive Geschichten, sondern mehr als Town Halls, wo wir künstlerisch und poetisch nach Zugängen suchen, unsere Gesellschaft abzubilden und gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen. Und zwar diskursiv, partizipativ und dokumentarisch. Dafür geben wir eigene Textkreationen in Auftrag und entwickeln Stoffe selbst. Die ersten beiden Produktionen, die von unserem neuen Team gemeinsam geplant wurden, darf ich Ihnen jetzt vorstellen und markieren bereits diesen inhaltlichen Umbruch. Ab Februar wird die Rechercheshow vom Grazer Regisseur und Nestroy-Preisträger Ed Hauswirth durch die Bezirke touren. Wir sind sehr, sehr glücklich, bei dieser Produktion mit dem Theater im Bahnhof Graz kooperieren zu können, wodurch Sie die Möglichkeit haben, unter anderem die gerade mit dem österreichischen Filmpreis ausgezeichnete Schauspielerin Pia Hirzegger live auf den Bühnen der Bezirke erleben zu können. Auch bei der Rechercheshow werden wir mit dem Dossier-Magazin kooperieren. Die Journalistinnen von Dossier recherchieren jetzt gerade zu den geheimen Machenschaften eines österreichischen Großkonzerns. Den Namen dieses Großkonzerns kann ich Ihnen jetzt natürlich noch nicht verraten. Doch sobald diese Recherche fertiggestellt ist, werden wir vom Volkstheater in einer kollektiven Kreation dieser Recherche in eine Unterhaltungsshow umwandeln und Schauspiel und Journalismus miteinander verschmelzen lassen. In Heldenplätze setzen wir uns damit auseinander, wie unsere Erinnerung funktioniert. Sind wir einfach Opfer unserer Erinnerungen? Kommen die einfach hergeflogen und gehen wieder? Oder können wir unser Gedächtnis bis zu einem gewissen Grad steuern? In diesem Spannungsfeld habe ich einen Monolog geschrieben, wo die Protagonistin Theresa, die von Gerti Drassel gespielt werden wird, tief in ihre eigene Biografie eintauchen muss
und sich damit konfrontieren wird, auf wessen Kosten sie ihre glücklichen Kindheitserinnerungen aufrechterhält. Was bedeutet eigentlich meine persönliche Geschichte für die Geschichte? Und gibt es irgendwas, was wir alle gemeinsam erinnern? Sowas wie ein kollektives Gedächtnis? Und wenn ja, dann muss es doch auch was geben, was wir alle kollektiv verdrängen. Ja, meine Damen und Herren, das waren die Pläne für die nächsten 6 Monate. Wie man hier in Wien sagt, schauen wir mal. Drücken Sie uns die Daumen, dass das alles klappen wird. Und ich hoffe, Sie sehr bald hier im Volkstheater begrüßen zu dürfen. Bis bald.